Pavel, darf ich mir auch ein Pokémon aussuchen? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Academy kein Pokémon bekommen? Genau, hab ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Fabio bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Das ist fair. Schließlich ist sie ja schon Champ. Und Klassensprecherin, Schulsprecherin. Wow. Hoho, das klingt nach einer wundervollen Idee. Und sehr fair von dir. Dann möchte ich sehen, wie du mit Fabio einen Neuanfang startest. Sie ist unsere Widersacherin, aber eine hübsche Widersacherin. Eine, mit der ich gerne trainiere. Nicht so ein Noob wie im Pokémon Schwert und Schild. Mit Überdrang und Eifer. Na gut, das hat sie auch, aber eher so mit Motivation und Selbstbewusstsein und Stärke und Mut. Spitze! Vielen Dank! Sie zeigt gerne ihre Zähne, das finde ich gut. Wenn Fabio Filori hat, dann möchte ich das hier. Oha. Nett, dich kennenzulernen, Quax. Qua! Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du bereit bist. Sehr geil. Nemila ist Pokémon-Kämpferin. Kämpfen beinahe etwas zu sehr angetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Wir werden diese Herausforderung annehmen. Kämpfe gegen Nemila. Details? Wir können das jetzt als Zielort festlegen. Und sollten erstmal dahin laufen. Bevor ich das aber tue, gucke ich nach ein paar Items. Man hört hier kaum Musik. Den Wind, das Meer und die Tiere. Das ist ja richtig geil. Und die Items sieht man jetzt richtig gut. Noch ein Trank. Gegengift, ein Spray, das ein Pokémon mit Vergiftung heilt. Ein Trank. Ja, man kann schon einiges finden. Um diesem Gebäude herum. Oh, und da, wo man kämpfen kann, sind auch so extra Plätze. Hier ist der Strand. Kann man ins Wasser gehen? Ja. Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Man kann ins Wasser gehen, aber man kann leider nicht schwimmen. Sehr geil. Das finde ich aber alles sehr geil. Pokéball! Sieht aus wie eine Kapsel, damit fängst du Pokémon. Der Sand sieht auch sehr, sehr geil aus. Also, klar, bessere Grafik geht immer, aber ich finde das alles sehr, sehr geil. Auch die Wolken und alles. Das ist wirklich alles sehr, sehr geil. Du bist am Zielort angekommen. Und das Wetter wird dir angezeigt, wenn du oben, wenn auf der Map. Da sieht man das Wasser und Sonne und die Sonne halt. Autoheilung. Bei der Autoheilung werden Pokémon automatisch mit Items aus seinem Beutel geheilt. Um die Autoheilung zu nutzen, wähle im Hauptmenü das gewünschte Pokémon aus und drücke danach den Minusknopf. Bei der Autoheilung werden folgende Items der Reihe nach verbraucht. Trank, Tafelwasser, Sprudel, Supertrank, Limonade, Kumu, Milch und Halbertrank. Okay. Der Reihenfolge nach, ja? Dann gehen wir mal auf den Beutel. Da haben wir verschiedene Sachen.
Wir haben Medizintasche, den Pokéballtasche, die Kampftasche, die Bärentasche, die Trainingstasche, die TM-Tasche, die Materialientasche, die Schatztasche, die Picknicktasche, Basis-Item-Tasche, Smart Rotom einsetzen. Der Direktor sagt immer, dies ist weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür, unser iPhone 14 einzusetzen. Und da sieht man das Pokémon. Jetzt können wir da ein Herz drauf machen. Was heißt das denn jetzt bitte? Ah, so nach Kategorie können wir hier gehen. Was war das mit dem Bonbon nochmal? Die Trainingstasche. Sieht geil ausgemacht, Alter. Einstellungen nochmal überprüfen. Dann möchte ich das Spiel einmal sichern und dann können wir uns gleich in den Kampf werfen. Das ist jetzt alles sehr, sehr geil. Da ist noch ein Item. Komm. Der Trank. Seht ihr das hier? Ist es trotzdem. Es ist zwar ein geiles Game, aber es ist leider so, es hätte ein bisschen mehr Entwicklungszeit gebraucht. Guckt euch das mal an, die Kante hier. Das hätte man so ein bisschen schöner machen können. Meiner Meinung nach. Aber das Feeling und alles andere ist einfach super geil. Hast du ein Pokémon bei dir, bist du ein Pokémon-Trainer. Und als Trainer müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Fabio, bist du bereit für einen Kampf? Ja. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich jetzt erstes in den Kampf schicke, ist... Mach es doch nicht so spannend. Nemila. Denk dran, für Fabio ist das alles doch neu. Er hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Oh, ups. Ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann nutze ich eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal... um das erste Mal mit ihm zu kämpfen zu lassen, ja. Ich nix Deutsch. Da rein, da raus. Ja, ja. Los geht's, Fabio. Der Kampf ist das Ziel. Kleidung ist wieder exzellent. Und einige Elemente im Spiel sind auch super geil. Pokémon-Trainerin Nemila fordert dich heraus. Oder auch Nemila. Los, Philo! Mein erster Pokémon-Kampf. Hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Ich wundere mich, dass er mir den Spitznamen anzeigt. Wollte ich ja eigentlich nicht. Aber naja. Die Benutzeroberfläche ist wieder anders als bei Pokémon Schwert und Schild. Aber okay. Muss. Flucht, Beutel, Pokémon-Kampf. Kratzer, Schlag, Blattwerk, kennen wir alles. Wir setzen jetzt einfach mal Blattwerk ein. Oha! Ja, ihn war einfach mal mehr gezogen als das, war sehr effektiv. Du hast dich wohl vorbereitet. Pflanzen-Pokémon sind gegenüber Wasser-Pokémon im Vorteil. Gut. Wissen aufgefrischt. Lassen wir ihm meine Chance. Genau.
Aquaknarre! Das war's jetzt aber. Übrigens können wir jetzt auch Pokémon fangen. Oha, Level 6. Oh, du bist echt gut. Du gewinnst $300. Dein erster Kampf und du gewinnst direkt. Echt starke Leistung. Sie ist genauso motiviert wie ich beim Sport. Du wärst sicher ein erstklassiger Trainer. Lass uns doch gleich nochmal kämpfen. Ich will noch eine andere Strategie ausprobieren. Ich glaube, Fabio und Filori sollten sich erst einmal ausruhen. Oh, das tut mir echt leid. Das ist die Aufregung. Es wird wieder mit mir durchgegangen. Bitte entschuldige, Fabio und Filori. Lass uns bald wieder kämpfen. Ja, das werden wir auf jeden Fall. Ihr scheint euch ja schon prächtig zu verstehen. Obwohl ihr beiden gerade erst kennengelernt habt. Nimila, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ mit deinem Mitschüler hier teilen wirst. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Hast du dein Handy dabei? Installiere sie schnell für dich. Du kannst jetzt auf deinem Smart-Rotom den Pokédex aufrufen. Auch Nintendo geht hier mit der Zeit. Sehr geil. Der Pokémon... Bro, der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du fängst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer an unserer Academy, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Senior Jim? Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Sehe ich genauso? In der Schule habe ich auch immer ein Tablet. Haha, wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern und man mit der Zeit gehen muss, der Zauber, Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jeder einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, euch weiterzuentwickeln und zu wachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vervollständigung eures Pokédexes widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nimilas Familie zu besprechen. Würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du Fabio zur Academy begleitest? Aber klar doch. Überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan. Wollen wir zweimal mal aufgucken. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Kämpfen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind. Du hast doch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Ich zeig dir, wie das geht. Bevor wir zur Academy gehen, komm mal eben mit. Wir müssen Nimila folgen. Nutzung der Pokédex-App. Drückst du den Minus-Knopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smart-Rotom. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du auch durch Drücken des X-Knopfes zur Poké-App wechseln.
Der Pokédex. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in deinem Pokédex einzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt. Und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. Für Details drücke den X-Knopf in der Regalansicht. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt. Alter, dann erfahren wir was über sie oder was? Das ist ja geil. Für Details drücke den X-Knopf in der Regalansicht. Ich hoffe, es gibt noch so einen internationalen Pokédex. Drückst du den Plus-Knopf, während du dir den Eintrag eines Pokémons ansiehst, kannst du dessen registrierte Habitate einsehen. Drückst du den Plus-Knopf, kannst du dessen registrierte Habitate einsehen und daraus finden, wann und wo es zu fangen ist. Echt? Geil. Begib dich in viele Orte, um viele Pokémon zu sehen. Zuletzt bekämpftes Pokémon. Zuletzt gefangenes Pokémon. Pokédex. Flora-Katzen-Pokémon. Ah, ist die Tails? Nummer 1, Felori. Es reinigt penibel sein Gesicht, um zu verhindern, dass dieses austrocknet. Sehr geil. Größe und Gewicht ist hier angegeben. Animation? Kann man sich angucken. Und es hat verschiedene Animationen, oder? Die beiden hier. Und man kann es anhalten. Sehr geil. Und alles auf Deutsch. Wir können uns auch die Habitate ansehen. Und zwar da, wo man sie finden kann, oder? Habitat ist aber unbekannt. Okay. Wir werden regelmäßig mit dem Pokédex arbeiten. Noch 9 Einträge bis zur nächsten Belohnung. Ach, wir kriegen sogar Belohnungen für genügend Einträge. Das Pokémon-Fangen wird jetzt belohnt. Zumindest 4-mal hintereinander. Aber das lohnt sich. Ja, mal gucken. Die erste Belohnung ist 10 Pokébälle. Oder was? Ne, 10 gefangene Pokémon, so ein Sand. Sternstaub, 3-mal kriegen wir dann. Das finde ich geil. Was ist denn mit ihm los? Wir können raus und ranzoomen. Als ob. Erstmal legen wir das als Zielort fest. Okay, mit ZLZR können wir den Pokémon werfen und wieder einfangen. Damit können wir es zurückholen. Wir können mit L, also mit hier mit L uns in die Blickrichtung wechseln. Ah, wir können vieles. Auch das Spiel speichern. Was ist das denn hier? Ich will die Sommeruniform nehmen. So. Dann gibt es hier Mitteilungen beim Steuerkreuz. Und Accessoires und Kleidung und Handyhülle und
Öffnen der Kamera-App. Wir können, wenn du den Abwärtsknopf drückst, kannst du die Kamera-App benutzen. Bewegt die Kamera frei umher, um unterwegs Fotos von verschiedenen Orten und Pokémon zu machen. Also das ist alles sehr neu und sehr geil. Drücke den XY-Knopf, während du die Kamera-App geöffnet hast. Nun, du kannst ein Foto von dir selbst schießen. Drücke den Knopf erneut, um zum normalen Kameramodus zurückzukehren. Wenn du deinen Fotos ein wenig Pep verleihen willst, kannst du zwischen Filtern wechseln, indem du den Rechtsknopf oder den Linksknopf drückst. Du kannst dann die Filter hier alle einsetzen. Kamera neigen. Ist schon cool, dieser Fotomodus. Und dann gibt es, wie gesagt, Kleidungsmenü. Momentan kannst du keine Posen machen. Geht der automatisch in die Hocke? Wieso geht der in die Hocke? Ich verstehe nicht, warum man das macht. Lassen wir unser Pokémon mitlaufen. Komm. Und wenn es so langsam ist, können wir es so zu uns zurückholen. Mit R. Und mit ZR wieder in den Ball holen und rausholen. Okay, Leute, das war jetzt nötig. Oh, Fabio! Du machst dich also jetzt zusammen mit Nimila auf den Weg zur Academy, ja? Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Bitte mach keinen Unfug mit ihr, sie ist ein Mädchen. Ja, Mama, ist ja okay. Ich werde Gentleman-like sein. Ich habe eben in der Broschüre der Academy gelesen, was für großartige Personen dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Aber ab heute beginnt dein Leben an der Academy. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld und Verpflegung für meinen großen Jungen. Du erhältst ein Sandwich. Fünf Tränke. Jetzt verlässt du wohl das Nest. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg von allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst jederzeit natürlich nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Sie ist so glücklich. Deine Mutter ist ja total lieb. Oh, aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach, richtig, ich wollte zeigen, wie man Pokémon fängt. Hier rüber! Jetzt kann das Pokémon-Abenteuer richtig losgehen. Wir haben die Steuerung ein bisschen kennengelernt. Ich werde Offcam ein paar Pokémon fangen. Und sie euch vorstellen. So kann's gehen. Kuchariko-Fahrt. Nicht mehr Roto 100 irgendwas. Aber die Musik ändert sich. Sehr geil. Oh.
Erst war es ganz ruhig, dann gab es einen Soundtrack, jetzt gibt es einen neuen Soundtrack. Also ich erwarte viel, viel von dem Soundtrack dieses Spiels. Der gefällt mir sehr. Erinnert mich ein bisschen an Sombreros, so nach Spanien, so nach... Ne, so... Ja. Schau, Fabio, hier fängt der Kucharico-Fahrt an. Ah, diese Musik, ne? Hier werde ich öfter sein, in Kucharico-Fahrt. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras nämlich wilden Pokémon. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du kannst ja Filori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du... Hier! Einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Ich gebe dir ein paar ab. Mir fällt auf, dass sie die Zähne nie bewegt beim Reden, sondern bei der Animation immer nur den Mund bewegt. Wäre cool, wenn man irgendwie noch die Kamera drehen könnte, während die beiden reden. Pokémon-Bälle wurden in der Pokéball-Tasche verstaut. Das geht nämlich zum Beispiel auch in Zelda. Breath of the Wild. Pfirrpfirr! Ah, genau, zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Geile Animation. Ohne lange Diskussion, geiler Übergang. Das Bild ist nicht wie früher schwarz und dann bist du im Kampf, sondern du bleibst in der Ebene. Man sieht alles, du wurdest ein bisschen rangezoomt, aber trotzdem geil. Ein Pokémon lässt sich leichter fallen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Okay. Also... Pokémon-Info. Es ist ein Ferkoli, aber wir haben leider noch keine Daten. Ich denke mal ein Erd-Pokémon. Im Kampf sollten wir also erstmal einen Kratzer einsetzen. Wisset, dass die AP einer Attacke im Kampf sinkt. Je mehr du sie benutzt, ist sie auf 0, kannst du die Attacke nicht mehr nutzen. Wir haben jetzt gelernt, Pflanzen-Pokémon sind stark gegenüber Wasser, Feuer gegenüber Pflanzen und Wasser gegenüber Feuer. So dreht sich der Kreis. Jetzt aber ein Pokéball werfen hier. Wie wir einfach einen Pokéball finden, einen von ihr bekommen und 5 von meiner Mutter kriegen soll. Ferkoli wurde gefangen. Registriert. Nein. Ferkoli wurde jetzt in deinem Team aufgenommen. Ah, ein neues Pokémon wurde deinem Inventar hinzugefügt. Wow, das allererste. Das war. allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen.
Hier hast du noch ein paar. Die kriegen wir ja echt hinterhergeworfen. Aber Nintendo will natürlich, dass wir jetzt fleißig Pokémon fangen. Sinn des Spiels. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du ein Pokéball wirst. Merkt ihr das, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Academy sehen. Gegen wilde Pokémon kämpfen. Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball wirst. ZR? Okay. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Der Pokédex wurde aktualisiert. Dann wollen wir doch gleich mal 3 bekämpft, 2 gefangen. Nachlesen. Ein Schwein-Pokémon. Es verfügt über einen fantastischen Geruchssinn, nutzt diesen aber ausschließlich zur Futtersuche, da es sich den lieben langen Tag widmet. Wiegt schon um einiges mehr, ist ein normales Pokémon. Ein Habitat, ja. Das ist wohl der Schleichmodus, wie auch immer ich den aktiviere. Ein Pokéball. Und der Kampf. Du hast das wilde Taubinal. Tarundel, eine Spinne. Ist ein sehr schwaches Pokémon. Dann werden wir leveln. Komm. Direkt Blattwerk. Das Pokémon wurde überrascht und kann nicht angreifen. Richtig geil. Nicht sehr effektiv. Fadenschuss. Oh nein. Initiative sinkt. Komm jetzt aber, das letzte Mal. Das war's. Für Kohli ist ein Level aufgestiegen. Und sie haben ein Item bekommen, oder? Zum Besiegen reicht es auch. Ein paar Kämpfe können wir hier miterleben. Typ normal, das heißt... Ich probiere mal... Ah, da steht sogar, wie effektiv die Angriffe sind. Kann das sein? Wir können hier sehen, Rückenschlag ist normal und das sind sehr effektive Angriffe. Jetzt echt, das gab es ja auch noch nie. Uns wird quasi in die Hand gelegt, wie wir kämpfen sollten, was effektiv ist und nicht. Wir haben Biss erlernt. Ferkuli haben wir bekommen. Okay, da oben ist ein Pokémon, was ich unbedingt haben will. Können wir denn das bitte das Pokémon jetzt bekämpfen? Oh,
Oh, es kommt zu uns. Alles klar. Das haben wir nicht, das werden wir fangen. Es ist ein Hops, Spross, ein Pflanzen-Pokémon. Daher haben wir hier leider keine effektiven Attacken. Doch dieser Biss haut trotzdem rein. Schade, ich hätte es eigentlich gern gefangen. Doch für den Levelaufstieg reicht es auch. Oh, mit X können wir das Schleichen machen. Sehr geil. Aber so unsichtbare Pokémon tauchen nicht mehr auf, oder? Hier ist noch ein Item. Noch ein Trank. Hier sind diese Spinnen-Pokémon. Und da ist ein Vogel. Sehr geil, wir müssen es anvisieren und dann können wir gegen es kämpfen. Den Vogel kennen wir. Ist ein Dartiri. Okay. Wir fügen ihm einen Schaden zu und empfangen das. Wir können ihm noch einen Schaden zufügen. Und jetzt können wir es machen. Unvergleichlich viele Pokémon haben wir schon. Also Pokébälle. Yes! Das Star-Tiri wurde gefangen. Wir nennen es Tiri. Ein Eintrag im Pokédex. Möchtest du ihm meinen Spitznamen geben? Erstmal nicht. Dartiri wurde in dein Team aufgenommen. Ich habe euch ja gesagt, ihr dürft mir ein Like geben, mich und in den Kommentaren was Nettes reinschreiben und ich werde euch erwähnen, indem ich einmal mich bedanke und die Pokémon eure Namen kriegen. Genau. Kriegen eure Namen. Und ich werde auch mal mit euren Pokémon natürlich in den Kampf ziehen. Um sie zu ehren. So. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde off-cam noch mal ein paar Pokémon fangen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Genau in dieser Ebene hier wieder.